mal ein Auto, was mir links und rechts sagt, pass auf, da bist du zu nah dran oder da kommt jemand, da hast jemand den toten Blick. Großartig. Aber das Fahren, sich abnehmen lassen. Fahren mit Autopiloten. Das, was uns heute noch als totale Vision erscheint, ist vielleicht in 2 Jahren schon Wirklichkeit. Und das finde ich cool. Nur einsteigen, Knöpfchen drücken und fahren lassen, das ist dann für mich wie Deutsche Bahn. Das geht gar nicht. Ich habe 43 Jahre im Rennsport aktiv mit dabei gewesen und konnte bestimmen, was das Auto macht und ihm auch meinen Willen aufzwingen. Und jetzt damit Autopilot zu fahren, ist nicht meine Welt. Ich fände das, glaube ich, ganz cool, weil ich gerne noch nebenbei mein Handy gucke, telefonieren kann, was weiß ich, man kann sich sogar nebenbei schminken. Oder wenn man seine Frau dabei hat, kann man ihr die ganze Aufmerksamkeit schenken. Es gibt Menschen, wo man vielleicht gerne austauschen würde für einen Computer. Ich würde wahrscheinlich am Film schauen und versuchen, mir zu ablenken. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich morgens auf dem Weg zu meiner Arbeit, wenn das jeden Morgen der gleiche ist, die Zeit irgendwie anders nutzen kann und eben halt auch am Rechner sein kann oder wenn es dann überhaupt nur einen Rechner gibt. Autos und Skandale. Das, was jetzt da momentan passiert, das ist ja wirklich unterirdisch. Also ich wünsche mir heute Abend erstmal ein goldenes Lenkrad, ja. Deswegen bin ich hier. Und wenn es klappt, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und man muss einfach ein reelles System finden, was für alle gleich ist und der Weg ganz betont reellen Bedingungen. Ich hoffe, wir finden heute Abend ein bisschen zur Sachlichkeit zurück und wir konzentrieren uns darauf, was für tolle Autos in Deutschland gebaut werden. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass die Branche ja nicht ganz so ins Kreuzverhör kommt und sich die Dinge wieder regeln und wir wieder als Branche auch jetzt positive Schlagzeilen machen, möglichst bald. Vielleicht mal goldene Pralinen im Handschuhfach, Goldbarren, die unter irgendwelchen Fahrersitzen versteckt waren. Ich möchte weiterhin die Freude am Auto haben und die Freude an der Mobilität und keine Skandale. Wir haben etwas zu bieten, das ist Beweglichkeit, Mobilität und das macht einfach Freude.